Eines der wichtigsten Merkmale unserer Region ist die überwältigende Vielfalt der Natur. Neben dem großen lokalen Angebot an Natur hat Mittenlimburg zwei Nationalparks, jeder mit seinem eigenen Reiz und natürlichen Charakter. Der Eingang zum Grote Peel liegt am Rande des Dorfes Ospeldijk. Am Eingang ist das Besucherzentrum der Forstwirtschaft, Mile op Zeven. De Grote Peel ist ein einzigartiges Moorgebiet und reich an seltenen Pflanzen und Tieren. Es ist eines der vogelreichsten Gebiete Westeuropas. Von Beobachtungsstationen aus können Sie die Vögel genau beobachten. Das Besucherzentrum Mile op Zeven hat zudem Wanderwege ausgeschildert. Der Mainweg-Nationalpark ist ein wunderschönes Stück Natur auf rund 1600 Hektar. Im Besucherzentrum wird auf besondere Art der Ursprung der Flora und Fauna des Nationalparks erklärt. Im Park können Sie abwechselnd Moore und Wälder, als auch Wiesen und Heidefelder genießen. Dadurch ist es zu einer großen Vielfalt an Flora und Fauna gekommen. Die Kreuzotter ist das Symbol des Mainwegs. Die Gemeinden Besel, Roermond und Roerdalen sind Teil des deutsch-niederländischen Grenzparks Maas-Schwalm-Nette. Auf beiden Seiten der deutsch-niederländischen Grenze befinden sich fast 10.000 Hektar Wildnis- und Vogelschutzgebiet. Die Flächen variieren von extrem feuchten und nährstoffreichen Maas- und Bachtal bis hin zu dem extrem trockenen, sandigen und auf den höheren Ebenen gelegenen nährstoffarmen Gebieten. Bis in die 90er Jahre hatte die britische Armee ein großes Munitionsdepot im Naturschutzgebiet direkt hinter der Grenze von Röver. Der Weiße Stein bietet einen der Eingänge zum ehemaligen militärischen Bereich, wo heute viel Großwild zu finden ist. Die ganze Maas-Schwalm-Nette-Gegend ist ein Paradies für Naturliebhaber. Auch der Pfieterpfad verläuft durch das Gebiet. In mehreren Besucherzentren oder bei den Touristeninformationen stehen Ihnen zu diesem schönen und abwechslungsreichen Naturgebiet Informationen zur Verfügung. Zwischen den Dörfern Halen, Roggel, Neer, Nünhem und Heidhäusen liegt der Naturpark Lödal. Der Naturpark Lödal umfasst rund 900 Hektar, von denen ein großer Teil, etwa 500 Hektar, als Reservat von der Forstverwaltung verwaltet wird. Im Besucherzentrum Lödal befindet sich das Lödal-Museum. Durch die Region fließen der Löbach und der Zalsterbach. Der Löbach war in der Vergangenheit teilweise kanalisiert. Am Anfang des 21. Jahrhunderts wurde das alte Bachtal mit seinem ursprünglichen Lauf wiederhergestellt. Mitten in diesem Gebiet finden Sie die schöne Wassermühle St. Ursula aus dem Jahre 1773. Die regelmäßig zur Besichtigung geöffnet ist. Der Lödal Naturpark ist auch ein beliebtes Wander- und Radfahrgebiet. Die natürliche Umgebung von Werth ist Teil des grenzüberschreitenden Naturparks Kempenbruck, ein einzigartiges Naturgebiet in den Niederlanden und Belgien. Es sind die Überreste eines riesigen Sumpfes, ein Gebiet, wo mehrere Flüsse zusammenlaufen. Besonders für Libellen, von denen etwa 50 Arten in dem Gebiet vorhanden sind, ist es ein Paradies auf Erden. Nach einer teilweisen Kultivierung im Grenzpark hat sich ein Mosaik von Landschaften entwickelt. Sie finden Sümpfe, Dünen, Wälder, Moore, Flusstäler und landwirtschaftliche Flächen. Der Bereich ist in vielerlei Hinsicht zu erkunden. Es gibt eine große Anzahl von markierten Wegen für Wanderer, Radfahrer, Reiter bzw. Kutschfahrer und für Mountainbiker. In Mittenlimburg gibt es verschiedene Arten von Gärten. So gibt es Erntegärten, Schlossgärten, Landschaftsgärten, Ziergärten und einen echten Märchengarten. In der Region finden Sie mehrere schöne Parks. Im Zentrum von Roermond liegt der Kartäuspark. Außerhalb des Zentrums befindet sich der Kreuzwegpark und der Stadtpark beim Kasteeltje Hattem. Hier steht auch die nationale Gedenkstätte für die gefallenen Soldaten, die in Niederländisch-Ostindien und Neuguinea sowie bei allen Friedensoperationen gefallen sind.